Was bist du für ein Pimp? Oder tust wenigstens so. Wie zum... Du Ficker, du hast dir wirklich Zeit gelassen, oder? Im Ernst. Ich bin gerade erst hingekommen. Aber Jace, keine Sorge. Denk an Keith. Keith heult die ganze Zeit nur. Eigentlich geht er mir echt auf den Sack. Halt's Maul. Nein. Erst noch eine Geschichtsstunde. Hör zu. Also Zheng He mit seinen Schatzschiffen, die Schätze für die Ming sammelten. Weißt du noch? Ja, Mr. Baxter, natürlich. Antworte gefälligst. Wenn ich dich frage, antwortest du. Klar. Nun, dieser Zheng He hat einen Kapitän namens Ling Kong. Und Ling Kong hat sich davon gemacht. Mit der ganzen Scheißladung der Cha Yang vom Acker gemacht, ja? Und gesiedelt. Versklavte alle Einwohner, aber Zheng He... Oh, der fiese Zheng He hat sein Reich in kürzester Zeit vernichtet. Und was geschah mit dem Schatz? Gute Frage, Jace. Sehr aufgeweckt. Der Schatz. Keiner weiß, wo er ist. Jedenfalls nicht auf dem Boot. Und Ling Kong, der Ficker, ist auch verschwunden. Schatzjäger haben ihn vergeblich gesucht und die blöden Japaner haben die Insel umgegraben. Aber keiner weiß, wo er ist. Also nicht trödeln, Jace. Hau rein. Viel Glück. Was sind für interessante Fackeln hier? Na super. Das dritte Kompassteil. Ach so, ich dachte, wir finden jetzt vielleicht den Dolch, aber nope. Ladebildschirm. Klingt nach einem größeren Untergrund. Da hinten, das sah aus, als wäre da ein Pirat. Wie ist der Pirat hier reingekommen, wenn... Shit, wenn hier diese Kackmine ist. Kannst du bitte... Bleib stehen. Da kommen welche. Bleib stehen. Na komm, steh wieder auf. Erwischt. Och nö. Shit. Ja. Komm, lösch dich. Alter, wie viel Schaden das macht. Lösch dich! Lösch dich, verdammt! Jetzt mach schon! Warum hat er sich nicht richtig gelöscht? Oh. So, okay. Also die Piraten sind hier scheinbar in der Mine. Und was auch immer die hier tun, finde ich nicht gut. Oh Gott, die haben schon wieder... Die wissen quasi schon wieder, dass ich hier bin, ja? Toll. Ganz... Oh, Crap, die kommen hier in meine Richtung, ne? Oh, shit. Oh, ich glaube, ich habe sie alle erwischt. Der eine sieht zwar noch aus, als würde er da sitzen und auf irgendwas schießen wollen, aber das tut er scheinbar nicht. Nope. Hey, die Typen mit ihren Molotow-Cocktails, ne? So. Ich nehme mal gerade die Molotow-Cocktails aber in die Hand. Weil die sind zumindest etwas leiser als... Ich höre was. Oh shit. Mich grillen zu lassen. Tja. Das war ja... denkbar einfach, wollte ich sagen. So viel dazu. Hat er mich gerade Drecksau genannt? Selber Drecksau. Eieieiei. Okay, mit dem Gewehr komme ich zumindest langsam klar. Das heißt, ist schon mal gar nicht ganz so schlecht. Aber wer weiß. Wenn gleich wieder diese komischen Großen kommen, dann kriege ich halt Probleme, weil ich mit dem Ding da nicht durchkomme. Zumindest nicht so richtig. War ja letztes Mal wenigstens so. Munition brauche ich auch jedes, was ich kriegen kann. Alles, was ich kriegen kann. Deswegen durchsuche ich die Typen lieber. Ich höre was. So, nun muss ich halt versuchen, irgendwie mit einer Granate oder so die großen Gepanzerten abzumurksen. Gott. Ich erschreck mich doch. Oder natürlich mit Molotow-Cocktails. Geht natürlich auch. Ah. Das, oh shit.
nichts ist. Da drüben scheint keiner zu sein. Scharfschützen. Ja. Zusammen machen. Lol. Lol. Und jetzt? Das waren ja nur zwei. Das sind jetzt haufenweise Scharfschützen. War wohl nichts. Oh shit, der ist ja noch gar nicht tot. Jetzt ist er tot. Ja, shit, knapp drüber. Komm. So, nochmal das Ganze. So. Ich hätte gerne das andere Scharfschützengewehr, muss, gebe ich ganz offen zu. Das ist zwar. Das ist zwar lauter. The Fatsch macht er da? Wo will er hin und was tut er? Hä? Was geht bei dem Typen? Hallo? Wo ist der hingelaufen? Oh, da ist er hingelaufen. Oh nee, das ist der nicht. Das ist der nicht. Oh shit. Ich komme da nicht hoch, ne? Nein, komme ich nicht. Oh shit. Nope. Nope, 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 nope. Nope. Alter, jetzt brenn um. Brenn ab, du dreckiger Mistiger. Da hinten sind keine Sprengdinger oder so, ne? Oh crap. Wenn es jetzt komplett anzubrennen, das wäre nicht so toll. Gefühl schon. Eieiei, der hat ja was drauf. Da treffe ich den. Da treffe ich den wirklich überhaupt nicht mit, ne? Shit. Was mache ich denn jetzt? Wahrscheinlich treffe ich jetzt. Alter, ich habe tatsächlich die Brücke getroffen, ne? Nice. Den Hinterkopf getroffen. Phew! Und die Brücke vor allem direkt mit dem Molotow-Cocktail. Das war natürlich lucky so ein bisschen. Muss ich ganz offen zugeben. Das hätte ich nicht erwartet, dass das so gut funktioniert. Jetzt brauche ich neue Munition für mein Scharfschützengewehr. Nehmen wir an, die Sniper haben da noch sowas. Hier geht es vor allem überall noch irgendwie hin. So. Das ist wahrscheinlich der Hauptweg. Wir gehen erstmal hier hoch, weil hier dann. Nee. Dann ist das doch nicht der Hauptweg, was? Oder? Ah. Loots. Loots, 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 Loots. Loots, Loots. Dann geht's hier jetzt aber lang. Da oben sind die Sniper gewesen. Das heißt, die haben wahrscheinlich noch hier Munition rumhängen. Das heißt, wir gehen mal kurz hier hin. So, du warst zumindest einer von den Snipern. Da haben wir nur eine Lederbrieftasche. Schade. Oben? Der andere? Ach, der andere, da oben ist er. Ah, die haben auf jeden Fall Snipergewehre dabei, aber scheinbar nicht so. Doch, der hatte Munition. Und zwar genügend. Wie ist er denn gestorben? Oh, shit. So ist er scheinbar gestorben. Tja, sie haben mich scheinbar gehört. Was nicht so toll ist. Erstmal aber. Oh, auch mit einem hoch. Ich glaube, ich habe gerade den. Ich glaube, ich habe gerade den Sniper erwischt. Was denn? Ich wehr mich. Ist also überhaupt kein Problem. Shit. Dreckiger Misttyp, ne? Oh crap. Das war eigentlich nicht das, was ich wollte, aber es hat funktioniert. Nice! So? Es ist da ganz hinten noch irgendwo einer, ne? Nicht? Hä? Ich
dachte, da wäre noch einer gewesen. Scheinbar habe ich mich vertan. Kann natürlich passieren, wundert mich trotzdem ein bisschen. Na gut. Ich will mich nicht beschweren. Weniger Gegner sind weniger Gegner. Ist immer gut. Besonders wenn man die Munitionsknappheit, die ich hier irgendwie immer mit mir rumschleppe, bedenkt. Irgendwie die Maschinengewehre Munition, das ist irgendwie tatsächlich kompliziert. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht alles verbrät. So, du bist ein Sniper gewesen, glaube ich. Ne, der andere. Der da. Du warst ein Sniper. Hast dabei MP-Munition dabei. Naja, wenn du meinst. So, ein Wildschwein-Fetisch. Hat jemand einen sehr seltsamen Fetisch. Oh. Warum erzählst du, was du versuchst? Ich versuche den Kompass. Ich höre, die kommen nicht von hinten, sondern wahrscheinlich jetzt von vorne, was? Da waren Viecher, ich habe was gehört. Da. Drecksvieh. Jetzt sollte ich nicht dieses Ding benutzen, sondern meine Pistole. Ein Komodo-Varan-Kreau so tot. Findest du? Wäre es eher nicht so schön hier, aber gut, wenn du meinst. Schlangen? Das ist eine Schildkröte. Wie geil. Eine Sackgasse. Das glaubst du auch selber nicht. Da ist ein Yin- und Yang-Symbol auf dem Boden. Glaubst du nicht ernsthaft, dass das eine Sackgasse ist, oder? Es muss einen Weg geben, es zu aktivieren. Ja, ziehen wahrscheinlich. Uh-oh. Uh-oh. Ja, du Held. Unter dir geht das jetzt auf, glaube ich. Nicht? Hä? What the fudge? Mit die Dinger hier oben sind aufgegangen. Die will ich mir erstmal angucken. Was ist denn hier? Oh. Nope. Was ist hier? Das ist auch aufgegangen. Da ist Loot. Zumindest. Bronzeschmuck. Ja, dann gehe ich lieber da lang. Hier, da, das andere. Nee, danke. Ist das ein Varan? Ist das ein Viech? Das sieht aus wie ein Viech. Alter, wie oft muss ich denn da drauf schießen, bis das Viech tot ist? Boah, die Pistole ist ja richtig schlecht. Die macht ja gar keinen Schaden, wollte ich sagen. Och nö. Hüpf. Oh Gott, oh Gott. Sprungpassagen! Erforscht die Tiefen. Ach da. Ich wollte gerade sagen, ich habe was gehört. Ich höre noch was. Hallo? Ach da. Ich wusste, dass ich noch irgendwas gehört habe, aber ich wusste nicht von wo. Bronzeschmuck. Überall komischer Bronzeschmuck. Hüpf. Wow, okay, das ist echt tief. Warum hab ich kein gutes Gefühl dabei? Das weiß ich nicht, aber ich habe auch kein gutes Gefühl dabei. Guck bitte nicht nach unten. Du guckst nach unten. Oha. Das sieht insgesamt sehr schön aus, aber dieses Ding wirkt nicht allzu stabil. Ja, genau. Wow, das war close. Aber scheinbar nicht so hoch. Oh. Ja, du weißt schon, was du tust. Oh. Es ging ja noch so von der Höhe her immerhin. Na, da komme ich sicher nicht raus. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, da müssen wir nachher einen anderen Weg nehmen. Mistvieh. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht aus, als würden die Dinger hier gleich umfallen. Oh Gott. Umfallen? Hier lang? Dann hier lang? Sind die gerade angegangen? Einfach so? Magic. Freaking. Magic. Oh, da. Ich habe mich schon gefragt, wo ich das gehört habe. So. Loot.
Loots. So, das geht bestimmt gleich conveniently kaputt, wenn ich das Kompassteil nehme. Irgendwo muss man ja rauskommen. So. Ja, komm. Das hättest du dir jetzt denken können. Tatsächlich, convenient. Oh Gott. Fängt es gerade jetzt an zu brennen. Das sieht aus, als würde das alles anfangen zu brennen. Mal ganz davon abgesehen, dass ich... Jetzt dreh dich doch nicht um, das Ding kippt gleich. Moin. Du Held, ne? Du absoluter Held. Das erklärt mir immerhin gerade, wie ich sprinten kann. Oh Gott, oh Gott. Da soll ich rüber. Das ist ziemlich dämlich. Das ist ziemlich dämlich. Ich will nicht. Ich habe Angst. Oh Gott. Lauf bitte weiter. Ich kann... Achso, das hat er automatisch gemacht. Ich wollte gerade sagen, ich kann nur noch in eine Richtung laufen und er läuft automatisch, aber nein. Also, gucken. Der schon wieder. Schüler. Hey, lass mich einfach in Ruhe. Jetzt machst du die Ansagen? Das denkst du? Hector, sieht so aus, als hätte ich keine Kontrolle mehr, also bau schnell alles ab. Und dann schlitz Kiez von oben bis unten auf. Warte! Warte. Na, was, Kumpel? Du sagst, wie es läuft. Hector, gute Nachricht. Ich hab wohl wieder Kontrolle. Das schon, Kiez. Ja. So, bist du mit dem Deutsch schon weiter? Hm? Fast geschafft, glaube ich. Fast geschafft, Sir. Ist das dein Ernst? Na gut, fast geschafft, Sir. Dann du Dreckiger? Sehr gut. Ich verpiss mich dann, okay? Mach's gut. Wir sind irgendwo im Sumpf, scheinbar. Das ist alles eingestürzt, okay. Das heißt aber, theoretisch hätte man auch den Weg nehmen können, ja? Wenn man davon gewusst hätte. Was man nicht hat. Aber hey. So, wo sollen wir überhaupt als nächstes hin? Wir müssen... Dani? Hallo? Da, ach du Schande, da oben hin. Ja, dann würde ich mal sagen, das machen wir aber mit einer Schnellreise. Und zwar zu diesem Außenposten. Ja, ich glaube, das ist das nächste. Da ist auch nochmal so ein Relikt in der Nähe. Das können wir dann auch mal gerade noch holen, wenn wir schon in der Gegend sind. So, außerdem können wir noch eine neue Körperpanzerung und Kram kaufen. Wenn wir schon hier sind. So, neue Munition erstmal. Zack, dann schon mal Kram verkaufen. Zack, das ist sogar ganz schön viel. Ach, das Leder kann man, hoppala, einfach so verkaufen. Das ist auch interessant. So, einzigartige Waffen. Die können wir uns jetzt leisten. Hahaha, ja, die möchte ich bitte gerne haben. So, und zwar werden wir die gegen das Ding austauschen. So, man kann die anpassen. Nein, kann man nicht. Okay, aber die ist ziemlich cool, glaube ich. Also zumindest war die ziemlich cool in der Mission, wo wir die, glaube ich, hatten. Und ich muss sagen, langsam ist mir das mit dem Stealth ziemlich wurscht. Stattdessen schieße ich lieber ordentlich drauf. Wir haben ja für Stealth immer noch... Ja, die Pistole geht so. Maschinengewehr geht so, aber den Bogen. Den Bogen haben wir immer noch dafür. So, dann einmal in das Auto und dann fahren wir da hinten hin. Ich glaube jetzt... Also entweder wird das jetzt die... Es muss nicht die letzte Mission für den Dolch werden. Ich sag das die ganze Zeit so. Weil ich das eigentlich gerne hätte, weil ich den blöden Dolch finden möchte. Damit wir danach hoffentlich Buck endlich abstechen können. Den blöden, mistigen... Ich hasse ihn. Moment. Da? Nee, einen weiter. Hier müssen wir lang. Ich gehe irgendwie davon aus, dass wir den noch umbringen dürfen. Und das wird Zeit. Das wird einfach... Zeit. Hier war ich auch schon mal, ne? Da vorne, das ist dieses riesige... Oh nein, oder?
Du willst jetzt nicht, dass ich da reinspringe. Oh nein. Oh, bitte nicht. Oh Gott. Hi. Wow. Magic, magic. Der Kompass zeigt bergab. Was? Wie hast du das gesehen? Kein Hallo? Oh, wie schade. Geschichte. Captain Lincolns Grab. Die Legende behauptet, dass der da voll auf Pharao machte und sich ein Grab bauen ließ, bevor Zheng He kam und sein Reich einstampfte. Aber niemand wusste, wo das Grab ist. Doch, ich tippe mal. Hm? Bon voyage, Mann. Problem, das kann ich schaffen. Soll ich da jetzt tauche? Seriously? Alter, wie hoch das ist? Oh nee, da unten sind bestimmt Viecher drin. Ich will das nicht. Geronimo! Oh Gott. Oh Gott. Beeil dich. Ich will nicht hier sein eigentlich. Ich will überhaupt nicht hier sein. Wow. So. Hallo? Ich dachte, ich kann hier... Ja, doch. Ich wollte gerade sagen, ich dachte wohl, ich kann da hochklettern. Das ist echt hoch hier. Das ist echt verflucht. Also, das ist tief. Ha. Okay, wir nehmen erstmal die andere Seite. Wir werden jetzt unterwegs wahrscheinlich von einem Hai gefressen oder so. Ich hoffe nicht, wobei ich auch nicht weiß, wie hier ein Hai reinkommen sollte. Vielleicht eher ein Alligator oder so. Auf der anderen Seite, wie soll hier ein Alligator reinkommen? Das ist typische, unbegründete Angst vorm Wasser. Also, rein logisch gesehen, wie sollte da wirklich ein Hai reinkommen? Oder irgendetwas anderes. Das wäre halt eigentlich furchtbar unlogisch, dass da irgendwas drin rumschwimmt. Auf der anderen Seite, wenn das einen anderen Ausgang hat oder so zum Meer, dann kann das natürlich theoretisch sein. Aber ich gehe fast nicht davon aus, dass das sowas hat. Es sieht zumindest nicht so aus, sagen wir es mal so. Müssen wir langsam da? Da vorne ist das. Das sah nicht so aus, als würdest du das schaffen, Jason. Ganz ehrlich. Ohne dich beleidigen zu wollen. So, ich nehme an, hier ist vielleicht ein Relikt oder so. Wow. Wow, hier ist ein Relikt und eine ziemlich schicke... Okay. Ziemlich schicke Truhe. Geld. Ich weiß nicht, was das Geld hier macht, aber hey. Da ist wohl Geld. So. Yay! Blub. Langsam mag ich das hier reinzuspringen, auch wenn ich immer noch Angst habe, dass da irgendwas drin ist. Irgendetwas sehr Großes. So ein Riesenoktopus oder so. Wer weiß. Wer weiß. Naja, doch, eigentlich weiß ich. Und eigentlich gehe ich nicht davon aus. So. Okay, dann... Was ist hier? Ich erkunde erstmal ein bisschen. Das Zweite, ist hier der Ausgang vielleicht? Ach nö. Na gut. Ein weiteres Relikt. Das nehme ich gerne mit. Was ist hier hinten? Es geht ja immer weiter hier rein. Das ist garantiert der Weg hier raus, oder? Wenn ich mir das so angucke. Was sagt meine Karte? Ja, da komme ich garantiert hier raus. Also so gerne ich da gerne... So gerne ich da raus möchte. Ich muss erstmal zu meinem Missionsziel. Stimmt, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Irgendwo muss man ja theoretisch auch aus dem Loch wieder rauskommen, wenn man jetzt nicht diese Mission hier hat, ne? Also, na gut, man könnte eine Schnellreise machen, aber ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Art und Weise hier gebraucht würde. Das wäre komisch, finde ich. So, sind hier die Piraten auch schon wieder?
gibt es hier auch schon wieder Piraten. Erstmal gibt es hier Geld. Das deutet ein kleines bisschen auf Piraten oder so hin. Und schick ist es hier insgesamt auch eigentlich. Shit. Einer? Nee, ne? Doch, da. Ich glaube, der hat mich gesehen. Hatte der mich auch nicht, ne? Finde ich gut. Dann kletter ich mal da hoch. Hoffe, dass hier nicht direkt einer vor mir steht. Sieht aber nicht so aus. Perfekt. Was machen die alle hier? Hat Buck die etwa geschickt? Warum sollte Buck Piraten schicken? Also, das kann ich mir tatsächlich jetzt nicht vorstellen. Oh crap, ach shit, das ist so ein Typ. Oh, da ist einer. Da ist noch einer. Alter Schwede. Oh. Ja. Boah, ist das Ding crazy. Oh, da hinter mir ist einer. Okay, er war zu blöd zu merken, dass seine Kollegen da alle tot rumliegen. Also, ja gut, er hat wahrscheinlich gesehen, dass seine Kollegen da alle tot rumliegen, aber er hat sich nicht gedacht, es wäre vielleicht blöd, da hinzugehen. Ich will den Hut gar nicht häuten. Boah, dieses Gerät hier hat eine Durchschlagskraft. Das ist ja echt bitterböse, ey. Aber du siehst lieber mal nach? Ja, komm mal nachsehen. Nicht? Doch nicht? Oh. Ich dachte, du wolltest nachsehen kommen. Da muss ich wohl nachsehen kommen, was?